Leichter bei E 66,59%, bei H 65,49%, bei C 64,27%, bei M 65,49% und bei B 67,32%. Das sind in Summe 65,832%. Und hier grüßt auch schon unser letztes Starterpaar in dieser Prüfung. Stephanie Wolf ist das mit Elton John, einem 9-jährigen Hengst von Jazz mal Fiedermark. Ja, und Stephanie Wolf liegt hier schon gut vor. Da gibt es mehrere Achten fürs Einreiten und für den starken Trab. Ja, unheimlich schön gezeichnet hier dieses Pferd mit seinen 4 hochweißen Füßen. Sehr schöne Stellung und Biegung hier in den Traversalen. Stephanie Wolf schon Nürnberger Burgpokal erfahren. Mit der Stute Safira Royal war sie ja auch schon mehrmals erfolgreich unterwegs in den Qualifikationsprüfungen und im Finale. Sie ist Bereiterin im Stall bei Johann Hinnemann. Und bildet immer wieder junge Pferde von klein an über Jungpferdeprüfungen bis hin zum Grand Prix aus. Ja, sehr guter Schritteur auch von den beiden. Ja, das war mal eine schöne kleine Pirouette. Ganz klein zentriert gesprungen. Vielleicht hätte noch etwas mehr Fleiß dran sein können. Ein bisschen mehr Durchsprung vielleicht, schauen wir, wie die gelingt. Etwas größer angelegt als die erste, aber besser im Durchsprung. Ja, ganz fein reitende Reiterin ist Stephanie Wolf. Was man auch an einem ganz zufriedenen Elton John sieht. Ihn ein wenig in der Traversale nach links. Sichere fliegende Galoppwechsel. Ja, da haben Sie es kurz gesehen, da gab es dann auch für die Linkstraversale die 8 von einem Richter. Ah, schade. Hier ist er ja in einem Wechsel nicht richtig mitgesprungen. Insgesamt bis hierhin schon eine wirklich routinierte und schön herausgerittene Prüfung. Höhepunkten in den Traversalen, im Galopp und im Trab.
Da bin ich gespannt, wie das am Ende ausgeht. Die letzte Starterin macht es dann doch nochmal spannend hier. In der Prüfung. Na, hier wird er, glaube ich, ein wenig schief. Das konnte ich von hier aus nicht ganz so gut erkennen. Ja, und der Schlussgruß von Stephanie Wolf und Elton John. Auch eine sehr, sehr schöne harmonische Runde von den beiden. Und wir warten auf das Ergebnis. Wir sind gespannt. So, das letzte Standardpaar, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Preis der Nürnberger Versicherung. Qualifikation zur Finalqualifikation des Nürnberger Bobpokals der Dressurreiter der Saison 2018. Ja, das waren unsere 18 Starterpaare in der Einlaufprüfung zur Qualifikation zum Nürnberger Burgpokal. Das Ergebnis für Bob Dylan und Uwe Schwanz. Nach wie vor führend Annabel Frenzen mit ihrer Doppelführung, zum einen mit Silberstern und Kiefhoffs Imperius. Auf Platz 3 vorläufig Mr. C und Xaser Zucola. Und auf Platz 4 Kerstin Kronhaus mit Dimanche Royale. Seit nunmehr 1992 wichtigster Bestandteil des Förderkonzepts. Er hat zahlreiche Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutsche Meister hervorgebracht. Seit 1884 ist die Nürnberger ihr zuverlässiger Partner in allen Belangen ihrer finanziellen Sicherheit. Wir sind gespannt auf das letzte Ergebnis. Und da ist es auch schon vorläufig von Elton John und Stephanie Wolf. Vorläufig Rang 2 mit 72,24%. Richter bei E vergibt 72,32%, bei H 74,27%, bei C 68,9%, bei M 72,68% und bei B 73,05%.